Shalom, shalom. Ja, ich möchte heute zu diesem Thema Reich Gottes Bau ein Vorwort lesen, das unser lieber Bruder Christoph Heselbart zu dieser Reihe von 40 Predigten von der Gemeinde Strahlender Freude in Pforzheim geschrieben hat. Er ist vor einigen Wochen abberufen worden vom Herrn in die Herrlichkeit Gottes. Und er darf jetzt schon schauen, was er vorher geglaubt hat. Ich habe viele Jahre mit Christoph bei Konferenzen gedient und seiner lieben Frau Uta. Und ja, wir vermissen den Christoph hier, aber irgendwo ist er beneidenswert. Er hat es schon geschafft. Und er würde, ich glaube, unter keinen Umständen mehr wollen zurückkommen. Ja, der schreibt Folgendes hier. Er war der Gründer des Joshua-Dienstes. Er schreibt, wir haben uns zu Jesus Christus bekehrt und er hat uns unsere Sünden vergeben und uns als seine Jünger angenommen. Als wir uns dann einer Gemeinde angeschlossen haben, sind wir unter den Schutz und Segen, aber oft auch unter die Gemeindequerelen gekommen. Und nun, wie geht es weiter? Gott ruft uns auf, Bürger des Reiches Gottes zu sein. Reich Gottes ist nicht nur eine allgemeine Überschrift über das Leben der Christen untereinander, sondern ein Auftrag Gottes an uns, nämlich die Königsherrschaft Jesu in alle Lebensbereiche unseres Alltags in der Welt hineinzutragen. Jesus sprach immer über das Reich Gottes und er beauftragte uns zuerst nach dem Reich Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit zu trachten. Davon lesen wir Matthäus 6,33. Jesus sagt zu Nikodemus, durch die Wiedergeburt kannst du das Reich Gottes sehen und durch die Taufe aus Wasser und Geist wirst du in das Reich Gottes eingehen. Jesus befahl uns, unser ganzes Leben unter den Reich Gottes Auftrag zu stellen. Sowohl unser Leben in der Welt, im Berufsalltag, sowie unser Leben am Sonntag in der Gemeinde. Es ist anstrengend und ermüdend, ein gespaltenes Leben zu führen, indem wir mal in der weltlichen und mal in der geistlichen Welt leben. Das heißt, jeder Lebensbereich soll geistlich gelebt werden und von Licht und Salz des Evangeliums durchdrungen sein. Damit sollen alle Lebens- und Arbeitsbereiche unter der Berufung stehen, Reich Gottes auszuweiten. Jeder Mensch hat von Gott Gaben bekommen, die zum Bau des Reiches Gottes beitragen können. Jeder setzt nun seine von Gott gegebenen Gaben im weltlichen wie im geistlichen Bereich zum Bau des Reiches Gottes ein. Die Christen, das heißt die Jünger, sollten möglichst in ihren Gaben von der Gemeinde bestätigt und zum Bau des Reiches Gottes berufen und eingesetzt werden. Ich denke, es sollte normal sein, dass Menschen im Berufsalltag durch Gebet der Christen geheilt werden. Die Gaben werden sich ergänzen und wir werden mit anderen Personen und Gruppen die Gesellschaft mit einem Reich Gottes Netz durchdringen. Ganz selbstverständlich werden alle Konfessionen über dieses Reich Gottes Netz zusammenarbeiten, um die Endzeiternte einzuholen. Und ihr Lieben, da bin ich so hundertprozentig überzeugt, dass jetzt die Zeit ist, dass wir miteinander arbeiten. Die Zeit der Einzelkünstler im Reich Gottes ist vorbei. Gott möchte uns zu einem Leib zusammenformen, in dem die Welt erkennen kann, wer Gott ist. Denn wenn das Reich Gottes sich durch uns manifestiert, dann werde ich euch garantieren, dass Tausende von Menschen sich liebend gerne, ohne dass wir viel reden, dem Reich Gottes anschließen werden und Jesus aufnehmen als ihren Herrn und Meister. Habe ich in einem anderen Video schon einmal gesagt, dass Gott mir gesagt hat, er wird mich mächtig verwenden unter den Moslems. Dann habe ich gesagt, bitte, bitte langsam, Herr. In der Regierung, sage ich, bitte noch langsamer. Und in der Versöhnung von Afrika. Und dann war mir ganz schwummelig, denke ich mir, ob ich da wirklich von Gott höre.
Da habe ich gesagt, lieber Gott, das scheint mir alles so weit über mein Verstehen hinaus. Aber ich schreibe es einmal nieder. Und wenn es von dir ist, du wirst es manifestieren. Kurze Zeit danach, ich war auf dem Gebetsberg und wisst ihr, ich habe ganz liebe Mitarbeiter. Gestern haben wir Bilanz gezogen, wir haben weit über 1000 Mitarbeiter in Vision für Afrika. Und die sind ganz viele liebe Menschen dabei. Und die möchten mir alle Arbeit abnehmen immer. Und vor allem im Garten. Ich tue so gern garteln und pflanzen und ernten. Und die wollen das nie, dass ich das mache, weil sie immer glauben, sie machen es mir nicht gut genug. Gut, und dann wusste ich, dass sie eines Tages ein Seminar haben über Landwirtschaft und dann sind sie alle weg. Ich habe mich gefreut. Habe mich ganz, ja, dementsprechend auch angezogen, ja, mit Hose und T-Shirt und bin hinaus und habe gebottelt und habe Bäume gesetzt und Büsche gesetzt und die habe ich schon vorbereitet gehabt und habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt auch einmal sagen kann, den Baum habe ich gepflanzt. Gut, ich bin mitten in der Arbeit und verschwitzt. Und wirklich, also ich habe also alles eher wie attraktiv ausgesehen, kommt ein großer, wunderbarer Schlitten daher, ein wunderschönes Auto. Ein Moslem von hohem Niveau steigt aus, denke ich mir, der hat sich verfahren. Bin ich hin zu ihm, sagt er, Mama Maria? Er war nicht sicher, ob ich die Mama Maria bin oder die Gärtnerin. Da habe ich gesagt, ja, und dann hat er gesagt, sind wir alleine hier? Sag ich, ja. Können wir ins Haus gehen? Sag ich, ja. Und dann habe ich mich auch auf die Veranda gesetzt mit ihm, im Falle, dass der dumme Gedanken hätte. Aber er hat ganz eine gute Ausstrahlung gehabt. Und dann sitzen wir auf dem Balkon und dann sage ich zu ihm, was gibt mir die Ehre deines Besuches? Sagt er, ich will deinem Gott dienen. Sag ich, wie bitte? Du bist doch Moslem. Ja, ich bin Moslem. Aber ich will deinem Gott dienen. Sag ich, wieso? Wer ist denn mein Gott? Sagt er, Jesus Christus. Sag ich, wieso willst du dem dienen? Ja, sagt er, weißt du, wir haben dich jetzt jahrzehntelang beobachtet. Dein Gott ist liebevoller. Dein Gott ist vollmächtiger. Dein Gott ist es viel mehr wert, dass wir ihm dienen als unserem Gott. Dann habe ich gesagt, ja, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Sagt er, ja, weißt du, ich vertraue, dass ich diese Erkenntnis bekomme, aber jetzt möchte ich ihn aufnehmen aufgrund deines Glaubens. Führ mich zu diesem Jesus. Ich möchte ihm mein Leben schenken. Ihr Lieben, so habe ich gezittert. So etwas habe ich noch nie gemacht. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, bitte füll jetzt meinen Mund mit Worten des Lebens. Und ich sage euch, ich habe alles in dieses Gebet hineingelegt. Wir sind gemeinsam gekniet. Er hat mir alles nachgebetet. Und er hat ihn aufgenommen, nicht nur als seinen Erlöser und Heiland und Herrn, sondern als seinen Versorger, als seine Weisheit, als seine... Alles habe ich hineingelegt. Als sein totales Leben. Und wie er Amen sagt, hat er zu weinen begonnen. Dann habe ich gesagt, was ist los? Sagt er, das wird so heiß. Sage ich, das ist Leben und das ist Liebe. Lass es einziehen. Ja, ihr Lieben, Gott verwendet uns als seine Aushängeschilder in dieser Welt. Ob du es glaubst oder nicht, Menschen beobachten dein Leben viel mehr, als du ahnst. Und zwar dein Leben. Deine Worte sind nicht so wichtig wie dein Leben, das sie vor Augen haben. Und war ich richtig begeistert. Ich habe gesagt, Halleluja, Herr. Dann kam noch einmal eine Situation, das möchte ich jetzt nicht erwähnen, wer das war. Das war eine hohe politische Person. Und die hat mich gebeutelt und gesagt, ich lasse dich nicht mehr los, bis du mir den Weg zum Leben zeigst. Sag ich, ich lasse dich schon los, lass mich nur los, bitte. Ich werde dir schon den Weg zum Leben zeigen, aber lass mich los. Und auch dabei wieder dasselbe. Ganz tiefes Weinen, weil es so heiß wird, weil Leben einzieht. Und dann war Folgendes. In Karamocha im höchsten Norden hat uns Gott den Auftrag gegeben, ein neues Zentrum zu bauen unter den Allerärmsten.
Und immer, wenn ich irgendwo hinkomme in ein neues Gebiet, rufen wir zuerst die ganzen geistlichen und politischen Leiter zusammen und machen sie vertraut mit dem Gedanken, dass wir jetzt kommen, weil Gott uns schickt. Aber wir geben ihnen die Freiheit zu sagen, ob wir kommen dürfen oder nicht. Und dann habe ich zu den Leuten, dann habe ich einen ganzen Koffer mit meinen Büchern mitgenommen, die in Englischen übersetzt sind. Und dann haben wir dort wieder die Höchsten eingeladen. Und dann habe ich ihnen gesagt, ihr Lieben, der Herr Jesus Christus ist unser Leben. Und er gibt uns die Freude und auch die Freiheit, hier in diese arme Gegend Entwicklung zu bringen, wenn ihr uns einladet. Wenn ihr uns einladet, werden wir christliche Kinderhäuser, christliche Schulen, christliche Altersversorgung, Krankenhäuser bringen und auch die Frohbotschaft Jesu Christi. Und immer haben sie gesagt, ja, komm, komm, komm. Ja, an dem Tag, alle Bücher waren im Nu weg, waren so circa 70 Leute, die da gekommen sind. Alle haben sie die Bücher genommen und sind verschwunden mit den Büchern. Als ich das nächste Mal, 3 Monate später, dorthin kam, kam ein sehr gut aussehender Mann auf mich zu, strahlend und sagt, Mama Maria, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich habe alle deine Bücher gelesen. Sagt er, ich bin Moslem, aber ich liebe deine Bücher. Und jetzt lese ich sie in der Moschee und alle sind begeistert. Ihr Lieben, ich habe gesagt, lieber Gott, Moslems können wir abhacken, das machst du eh alles selber. Ich habe heute erfahren, dass im Iran zurzeit die größte Erweckung stattfindet. Viele Moscheen sind schon leer, weil die Menschen zu Jesus kommen. Und zwar haben die Menschen im Iran, die Christen, sehr gelitten. Aber jetzt kommt die Frucht, dass die Moslems erkennen, dieser Gott der Christen ist die Liebe. Und ich sage jedem Moslem, wir brauchen dein Feuer, wir brauchen deine Entschiedenheit, aber du brauchst unsere Liebe in Jesus und unser Leben, unsere Wahrheit, Jesus Christus. Ja, also Moslems war abgehackt für mich. Dann Regierung. Wisst ihr, ich bin kein politischer Mensch. Ich bete für die Regierungen, aber ich wollte nicht. Ja, das Zweite war dann, dass Gott mich in der Politik verwenden wird. Und das war mir am allerpeinlichsten. Denn ich möchte eigentlich nur eine Reich-Gottes-Arbeiterin sein. Und da, aber wir haben jedes Jahr ein Gebetsfrühstück, das der Präsident eingeführt hat, so vor vielen Jahren. Kommen immer um die 1500, 1600 Leute zusammen, immer über 60 Nationen, im schönsten Hotel in Uganda. Und da lade ich meistens 30, 40, 50 meiner Mitarbeiter ein, damit sie etwas High Society schmecken dürfen. Und da sind wir wieder dort gewesen und ich gehe in den Raum hinein, kommt ein sehr hoher Minister auf mich zu und sagt, Mama Maria, ich möchte dir was sagen. Sag ich, ja bitte. Sagt er, du bist sehr präsent in unserer Regierung. Sag ich, wie bitte? Ich war ja noch nie dort. Sagt er, du musst es nicht. Du hast deine Vertreter. Ihr Lieben, ich war sprachlos. Sag ich, meine Vertreter? Wer ist mein Vertreter in der Regierung? Sagt er, die Mama Janet, die Frau des Präsidenten, hat vor geschlossener Regierung verkündet, wenn in jedem Bezirk in Uganda eine Mama Maria wäre, dann hätte sie keine Probleme mehr. Da fühlst du dich so groß mit Hut. Ich war so, ja, der Herr hat mich wirklich geflattert mit seiner Liebe. Ich habe gesagt, danke Herr, danke. Ich habe nie diese Dinge beabsichtigt, habe immer nur jeden Tag getan, was er mir gesagt hat. Aber Jesus, wenn wir auf ihn hören, der baut Reich Gottes. Die First Lady kam, und zwar auf Einladung des Erzbischofs der anglikanischen Kirche, der darauf bestanden hat, dass die Regierung sehen muss, was wir tun, kam zur Einweihung. Und wir haben natürlich auch alle hohen Politiker in der Gegend eingeladen. Und da war eine Ansprache nach der anderen. Und alle Politiker und alle Vertreter
der Menschen, die dort leben, haben uns so gelobt, dass wir nicht gekommen sind, um etwas ihnen zu überstülpen, sondern dass wir sie dort abholen, wo sie sind. Dass wir keinen Unterschied machen mit in den Religionen, sondern dass wir nur dort dienen, wo Not ist. Wisst ihr, sowas kann man nicht planen. Das ist Gottes Wirken. Und durch die Gnade des Herrn habe ich so einen guten Ruf in diesem Land, dass selbst Leute, die aus Europa gekommen sind am Flughafen, als es Probleme, es ausschaute als Probleme mit den Visas zu bekommen, haben sie gesagt, ja, wo geht denn überhaupt hin? Ja, wir sind eingeladen bei der Mama Maria in Vision für Afrika. Sofort haben sie einen Stempel bekommen und durften zu uns kommen. Gott möchte, dass wir Reich Gottes Parfüm sind, ihr Lieben. Dass wir etwas ausstrahlen, was eigentlich nach dem sich die ganze Welt sehnt. Ja, und jetzt zur Versöhnung von Afrika. Auch da tun sich jetzt Türen auf, die mich zutiefst bewegen. Wir haben ganz wunderbaren Kontakt bekommen zu Israel. Wir haben jetzt auch schon Land angeboten bekommen, das noch umgewidmet werden muss, damit wir dort ein Zentrum bauen können, um Reich Gottes Arbeiter dort auszubilden und in die Welt hinauszuschicken. Und die wollen jetzt kommen von der Jewish Agency in Jerusalem und wollen schauen, ob unser Werk hier in Uganda nicht ein Modell-Kibbutz für Afrika sein könnte. Ja, es kann es wirklich sein, nur was uns noch fehlt, ist eine Einnahmensquelle, durch die wir selbstständig sind, unabhängig. Denn jeder Kibbutz muss sich selbst erhalten. Und da wollen sie uns auch helfen, wie, weiß ich noch nicht, dass sie Erfindungen aus Israel nach Uganda bringen, Fabriken bauen und wir die, und dann die Afrikaner diese Fabriken leiten können. Und ja, also es tun sich Türen auf, die sind für mich wie ein Märchen. Die sind für mich wirklich fast wie eine Utopie. Und es braucht sehr viel Glauben, diese Verheißungen Gottes anzunehmen. Aber ich sehe, wie sie sich vor meinen Augen erfüllen. Und ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Und ihr Lieben, wenn wir wirklich im Leben, ein Leben des Glaubens leben, dann ist Staunen täglich dran. Ist an der Tagesordnung. Wir werden immer nur sagen, ah, danke, 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 danke. Ja. Also wir Jünger, wir sind berufen, das Reich Gottes in der Welt aufzurichten und ein Werkzeug von Gottes Wirken hier auf der Erde zu sein. Und wisst ihr, Reich Gottes, wo das anfängt, es fängt nicht da draußen an, es fängt da drinnen an. Wir wollen Wunder sehen da draußen, wir wollen Reichtum sehen, aber der wahre Reichtum ist da drinnen. Und die Wunder sind da drinnen. In dem Ausmaß, wie dein Herz von der Liebe Gottes und von der Wahrheit Gottes geformt wird, als ein Reich Gottes Jünger, in dem Ausmaß wird sich das Reich Gottes durch dich ausbreiten. Und wisst ihr, wir haben auch, der Herr Jesus hat nie, also ich persönlich kenne keine Predigt von Jesus, wo er gepredigt hat, wie man Wunder bekommt. Sondern die Wunder waren immer ein Seitenprodukt der Reich Gottes Botschaft. Und so, glaube ich, haben wir da ganz viele Fehler gemacht. Wir haben da draußen etwas gepredigt, was die Leute bekommen können, um sich dadurch zu prahlen oder was ich was. Aber es geht um da drinnen. Gott möchte sein Reich in dir bauen. Und wisst ihr, das Reich Gottes ist schon ein bisschen anders als wie diese Welt. Die Letzten werden die Ersten sein. Gib und du wirst empfangen. Blut reinigt. Ihr Lieben, das sind keine Prinzipien der Welt. Im Reich Gottes ist vieles paradox für einen Menschen dieser Welt. Wisst ihr, diese Abhängigkeit von Gott,
Das ist auch für viele ein Zeichen von Schwäche. Mein Papa hat einmal zu mir gesagt, also wenn alle Menschen so lästig wären bei Gott wie du, du betest um jeden Schmarrn, sogar einen Parkplatz betest du, dass du einen bekommst, sage ich, ja Papa, der liebe Gott ist nicht so begrenzt wie wir. Er will für seine Kinder sorgen, bis ins kleinste Detail ihres Lebens. Und so ermutige ich dich, ich ermute dich. Erstens einmal kannst du dir dieses Buch kaufen bei Amazon. Das heißt 40 Tage Reich Gottes und das ist von der, ja, von Strahlen der Freude, aus Pforzheim. Aber bei Amazon kannst du das bestellen und dann studieren, auch mit deinen Kindern, auch in deinem Hauskreis. Auch, ja, kannst du mal auch Verwandte einladen. Die Zeit ist gekommen, dass Menschen, die vorher total Abstand hielten vom Glauben, die sind jetzt offen geworden, ihr Lieben. Ich erlebe es in meiner eigenen Familie. Menschen, die mich sogar schon rausgeschmissen haben aus ihrem Haus, weil ich von Jesus gesprochen habe. Jetzt bin ich willkommen. Aber die schmeißen nicht dich raus, die schmeißen Jesus raus. Mein Vater hat mich einige Male aus dem Haus geworfen, hat mir verboten, ich soll verschwinden. Und ich bin immer wieder zurückgekommen. Und meine Mutter hat gesagt, ich schäme mich mit dir, Maria, du hast überhaupt keinen Stolz mehr. Der Papa schmeißt dich vorne raus und hinten kommst du wieder lächelnd herein. Sag ich, Mama, der schmeißt nicht mich hinaus. Der schmeißt Jesus hinaus. Ich bin mit Christus gestorben. Aber Jesus lebt in mir und der liebt meinen Vater und der kommt zurück. Und so bitte ich dich, dass du dich bereit machst für ein Leben des Glaubens. Für ein Leben, das für den menschlichen Verstand manchmal keinen Sinn macht. Wie oft habe ich aufgegeben und den Kürzeren gezogen, aber letztendlich hat Gott mich dann mehr gesegnet, als wenn ich um mein eigenes Recht gekämpft hätte. Noch etwas Gutes, Gott lacht auf über seine Feinde. Gott sitzt am Thron und klatscht dich und sagt Halleluja. Und du sollst auch über deine Feinde lachen. Wir sehen uns bald wieder. Shalom, shalom.